Hallo und guten Tag, mein Name ist Sören Zopf. Ich arbeite für das Team AWN und ich möchte heute vorstellen, was man mit Rettungswesten und den passenden Notfallsendern dazu machen kann und wie Sie so das Sicherheitsniveau von Ihrem Schiff und Ihrer Crew erhöhen können. Wir haben hier eine ganz klassische aufblasbare Rettungsweste mit Auslösemechanismus, so wie sie allgemein bekannt ist. Da ist eine Patrone drin. In dieser Patrone ist CO2 und das wird über diesen Automaten in den Schwimmkörper reingeblasen. Wenn Sie dann außenbords fallen sollten mal, dann besteht manchmal die Gefahr bei Nebel oder bei schlechter Sicht oder nachts, dass man sie nicht wiederfinden kann oder dass Sie an Bord, die Person, die außenbords gefallen ist, nicht wiederfinden kann. Dafür gibt es neuerdings eine Lösung und das sind sogenannte Notfallsender, die mit AIS funktionieren. Das ist so ein Beispiel. Das kommt von der deutschen Firma WeatherDog und funktioniert genauso wie eine Rettungsweste, dass dort eine Patrone drin ist und eine Tablette, die auslöst, wenn das gute Stück ins Wasser fällt. Am einfachsten ist es, diesen Notfallsender hier in die Rettungsweste einfach reinzuschieben und dann das Ende mit einem Palsteg an den Gurten hier festzumachen und das ganze System in der Rettungsweste verstaut. In dem Moment, wo die Person außenbords fällt und im Wasser landet, wird die Tablette hier mit Wasser geflutet und entsprechend löst sich die Weste auf. Die Außenhülle fällt aus und wie eben gezeigt, der Seenotsender fällt ins Wasser. Und auch dieser Seenotsender hat eine kleine Auslösetablette drin. Das bedeutet, im Falle des Falles fängt er an zu senden, sobald er im Wasser gelandet ist. Und nun die Frage, wo kann man dieses Signal empfangen? Dieses Signal wird per AIS ausgesendet und alle Schiffe in der Umgebung, auch ihr eigenes, können dieses Signal empfangen. Man kann sich das vorstellen, hier ist eine Seekarte, eine elektronische von Helgoland und wenn dann ein AIS-Notfallsignal gesendet wird von einer Rettungsweste, die außenbords gefallen ist, dann würde er hier auf dieser Karte mit zeigen und man kann dann immer von dem eigenen Standort aus die Peilung und die Entfernung zu der über Bord gefallenen Person ermitteln und sie wird einem direkt angezeigt, sodass es ohne Probleme möglich ist, auch bei Nacht und bei Nebel die Person, die außenbords gefallen ist, wiederzufinden. Das erhöht nicht nur Ihre Sicherheit, sondern auch die Sicherheit Ihrer Crew und erlaubt es Ihnen, vernünftig und sicher zur See zu fahren.